Ja, die Gäste aus Brasilien und von überall her natürlich herzlich willkommen, gerade eben fliegt die Nationalmannschaft nach Brasilien. Also, das ist ein wunderbarer Austausch. Ja, also, Sie zu uns und Sie dorthin. Also, und ach, ja, jetzt gerade wegen dem Austausch der Landwirte. Dann kommt anschließend Argentinien dran. Also auch das im Herzen willkommen, Argentinien und wo auch immer her. Aber im Moment, wie gesagt, lag es auf der Hand, dass diese Austausch der Delegation, die einen können Fußball spielen, die anderen nicht, das haben die anderen mal. Also es ist schön, dass ich zum großen Treffen komme. Es ist ein großes Familientreffen, ein großes Treffen mit Freunden, die man wieder sehen möchte, mit denen man sehen möchte. Und da wird für alle, die ja im Verband der Vertriebenen stellvertretend für alle natürlich herzlich willkommen, lieber Ben, die sind ganz blass und die Nase haben sich auch mitgetanzt, oder? Nein, ich bin noch 25 Kilometer schon Rad gefahren. Ja, okay. Und das bei der Roller jetzt, und vor allem wenn der Ben, so wie ich, einen hohen Scheitel hat, also bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit, wir brauchen Sie nämlich doch. Vielen Dank. Und die Damen und Herren, des Gemeinderats sind Damen, auch da. Damen, nur Damen. Was sind nur Damen? Ja, oder? Also, was sagt er mit den Herren? Ja, die schlafen nur. Also entweder schlafen Sie zu Hause oder machen den Haushalt. Ja, genau. Und dort Wohnung aufräumen und Wascher oder was ich. Ebenfalls herzlich willkommen. Auch ihr seht auch so erschöpft aus. Auch Fahrradfahren. Auch Fahrradfahren. Also, dann geht es jetzt immer vom Fahrradfahren aus. Dann, ja, also deswegen nochmal die Eltern, die schon wieder bei diesen Treffen waren und die möglicherweise heute zum ersten Mal auch dabei sind, alle zusammen ganz herzlich willkommen. Hier im